Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 318 von Semotrans. Ja, wir hatten letztes Mal die Frage, oder ich hatte letztes Mal die Frage gestellt, ob wir hier noch weitere Stationen anbauen sollen, wo dann hier die Zahl der Produktivität hochgeht. Und leider hat niemand geantwortet, aber naja, wir sind hier auch am Vorarbeiten. Das heißt, ich habe gerade letzten Tag das erst, vielleicht kommen dann noch welche, aber ich mache es mal einfach weiter, denke ich mal, weil das macht vielleicht auch Sinn. Gut, okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Intro an und danach machen wir dann das mit den Bahnhöfen weiter. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, nicht WASD nehmen, sondern die Pfeiltasten und ja, die Pfeiltasten dann natürlich mit Simotrans benutzen und nicht mit dem Aufnahmeprogramm, weil das ist auch nicht so dolle. So, dann haben wir hier jetzt noch einen Bahnhof, den wir dann da erweitern sollten. Also, ich glaube, den müssen wir mal. Wir machen das mal hier noch ein klein bisschen anders. Ja. Ziehen das mal ein bisschen länger. Machen das gleich hier. Verlängern dann den Bahnsteig. Hier einmal zwei Felder. Und kürzen den vorne zwei Felder raus. Warte mal, ich glaube, wenn ich das nehme, dann macht er das als erstes. Genau so ist es. Gehe dann nochmal hier auf Querverbinden. Oder wir machen es ganz anders. Ja, wir machen es ganz anders. So. So. Und besser so. Kommen dann hier noch mit einem Gleis für Personen an. Ich glaube, jetzt habe ich einen zu viel da vorne gemacht. Ist nicht schlimm, nehmen wir gleich wieder raus. Der muss wieder weg. So, und dann machen wir da Signale hin. So rum. So rum. So, sie müssen hinten rum fahren, sonst kommen sie nicht rein. Okay, und dann braucht das Ganze natürlich noch Strom. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Okay, dann müssen wir dem Zug natürlich noch. Oh, da war ein Flieger. Eine kleine Änderung geben. Also die Frage, wo er ist, ne? Genauso, da ist er. Gut, dann Linie können wir da ja nehmen. Linie ändern. Und wir müssen gerade schauen, wie heißt das hier? Radex in Südostwald, Bahnhof. Radex in Südostwald, Bahnhof. Das heißt, hier müssen wir einfügen den Halt. Da. Radex in Südostwald Bahnhof. Gut, kannst du löschen. Ist eine falsche Stelle. Einfügen. Da. Jetzt habe ich das Kohlekraftwerk eingefügt. Jetzt haben wir es, glaube ich, hingekriegt, dass es ganz falsch ist. Ja, super, oder? Südostwald Bahnhof. Das hier können wir rauslöschen. Das ist falsch. Und hier müssen wir es nochmal einfügen. So, jetzt müssen wir es noch checken. Das war. Hier. Richtig. Dann da. Tierfutterfabrik Döbeln. Sieht irgendwie so aus, als ob das. Ja, doch, ist richtig.
Dann sind wir beim alten Kohlekraftwerk. Dann sind wir da. Dann sind wir da. Hast du das? Ich glaube ja. Nee, die Raffinerie ist irgendwo rausgerutscht. Die muss hier noch rein. Da ist falsch. Jetzt einfügen. Die Raffinerie ist da wieder falsch gelandet. Einfügen. Aber jetzt bitte. Kohlekraftwerk, Raffinerie, Tierfutterfabrik. Hier ist es auch falsch. Löschen. Kohlekraftwerk. Nicht hinten anfügen. Löschen. Einfügen. Kohlekraftwerk, aber nicht da hinten. Wieder löschen. Kohlekraftwerk einfügen. Und jetzt soll es klappen. Ich glaube, jetzt haben wir es richtig. Ein Halter zugebaut. So. Wie fährt er jetzt? Er müsste jetzt hier abbiegen, hier reinfahren. Ich hoffe, das ist auch so. Hat er dafür geladen? Wahrscheinlich nicht. Er hält hier aber an, das heißt, er wartet wahrscheinlich. Und fährt hinter dem hinterher, er fährt gar nicht rein. Wahrscheinlich hat er die Linie noch gar nicht mitgekriegt. Radeken Südostwald Bahnhof, alles klar. Er fährt dahin auf jeden Fall, okay. Das heißt, wir machen hier unten noch weiter. Und zwar hier. Hier haben wir das schon mal mit dem richtig gemacht. Hier steht nur ein Zug. Ich glaube, es gibt aber immer zwei Züge hier. Könnte es aber auch tatsächlich nicht anders gestalten. Doch könnten wir, indem wir hier was nebenbauen noch. Aber ich glaube, wenn wir hier den Bahnhof einmal umgestalten und ziehen hier ein Dingens durch, ein Personengleis, dann wird das bestimmt gut sein. Und dann nimmst du den hier unten hin, machst die Linie ändern und dann fahren wir die Tierfutterfabrik kurz vorher, klicken da auf Einfügen und setzen den da rein. Und dann vor der Raffinerie muss er auch wieder rein. Und ich glaube, jetzt ist es richtig. So, verfolgen wir den mal gerade. Machen das zu. Mach den mal da oben hin. Hier können wir, glaube ich, auch zumachen. Brauchen wir auch nicht mehr. Und warten, bis er dann endlich das Gleis reinfährt. Und ist wieder mal ärgerlich, dass hier ein Gleis frei ist, was der dann nicht benutzt. Obwohl hier ein Signal war. Ach, er hat keinen Ausgang gefunden. Er fährt wieder zurück raus. Okay, dann ist dieses Signal wahrscheinlich falsch. Dann machen wir das Signal da mal weg und machen dort ein neues Signal hin, welches von dieser Art gekrönt ist. So sollte es funktionieren, oder? Gehe ich von aus. So, er hat voll geladen mit 220 Passagieren. 287 fährt jetzt so rum raus. Das ist doch auch nicht richtig, oder? Okay, da ist wieder ein Fehler in dem Weg wahrscheinlich. Baustoffhandel, Chemiewerk. Stahlwerk alt. Aber warte mal, oder ist der schon, nee, war der jetzt schon durch?
Wo fährt denn er jetzt hin? Raffinerie. Ist er schon durch? Während ich am Umbauen war, kann natürlich auch sein. Der ist ja auch nicht gerade langsam, ne? Dann lass ihn mal fahren. Hat er jetzt da angehalten? Verfolgen ihn ja gerade. Machen wir gerade schneller. Okay. Hält da an, hält hier an, hält da an, hält da an, hält da an, hält da an. Rückfahrkarte passt, 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 passt nicht. Da war ein Fehler. Hier unten. Linie ändern. Er fährt da unten irgendwo nochmal. Kohlekraftwerk Südostwald, Altenau Stahlwerk, Hardexen Schienenwerk, Riedenburg, Raffinerie. Das ist zu löschen. Okay, wollen wir hoffen, dass jetzt richtig ist. Wir verfolgen ihn nochmal, machen das da runter und fahren schneller. Er ist da. Richtig, richtig. Da richtig, dort richtig. Wartet, bis frei ist. Ja, fährt dahin, fährt dorthin. Jetzt da Tiermittel. Ja, kommt wieder vorbei, kommt wieder vorbei, kommt da vorbei, fährt da rein, fährt dort rein, hält da. Und alles richtig gemacht diesmal. Und 320 von 330 Personen fahren los, das ist auch gut. Die Linie können wir zumachen, ist prima. Ich glaube, jetzt haben wir alle abgefrühstückt, die auf der Linie waren, oder? Zur Raffinerie fahren 101 Leute. Okay. 83,4. Ist bestimmt auch mehr geworden. Hier sind Stahlwerk 61 unterwegs. Passt. Hardexen Südostwald 14. Die verschwinden jetzt. Ja, passt. Kohlekraftwerk habe ich jetzt doch. Das ist auch noch die 11. Sind auch weg. Raffinerie 101. Jetzt hier die 56 vom Ölfeld und 30 dort. 27, 85, alle wollen nach Hardexen. Ja, passt. Und schon voll, kann also gar nicht mehr von der Raffinerie die Arbeiter nach Hause bringen. Das ist schlecht. Und das waren gerade 324 oder wie waren da gerade? Das bedeutet, Zug ist zu klein. Schauen wir noch mal. 330 voll. Da kann er keine mehr mitnehmen. Hin, das reicht. Aber zurück nicht. Das bedeutet, wir machen mal langsam. Obwohl, wir können noch mal schnell machen. Soll alle entladen bis auf da und jetzt nicht laden. Fahren wir gerade schneller voran. Jetzt ist er leer und jetzt fährt er zum Depot. Und dann müssen wir noch einen Waggon dran hängen. Oder auch zwei.
Okay. Das bedeutet, wir müssen erst einen wegnehmen, dann einen hinzufügen. Wir gehen in einen rein. 57, ich mache zwei rein und dann wieder den Schlusswagen und starten den jetzt wieder auf der bekannten Linie. Und jetzt sind es 444, die da fahren können. Startpunkt. Ne, hier sind wir falsch. Startpunkt wäre hier beim Fahrplan. Ist Hardex ein Baustoffhandel? Und lassen wir mal schauen. Okay. 217. Jetzt fährt er so leer. Da sind die meisten bei der Raffinerie. So, 51 hat er da geholt. 189. Oh, 403. Aber okay, das war jetzt vielleicht nicht repräsentativ, weil wir zwischendurch ja gewartet haben mit der Linie. Oh, jetzt ist er aber auch schon beim Hinfahren mit 444 voll. Jetzt müssen wir gucken. 29, 96, 208, 221, 240. Und da ist er schon voll, immer noch, mit 444 immer noch voll. Lass mal nochmal eine Runde fahren. Beim Stahlwerk war er schon voll. Siebzehn nimmt er mit, 84. 194, 206, ich glaube, jetzt sind es ein paar weniger bis dahin, aber da ist er schon wieder voll. Okay. Fahren wir nochmal eine Runde. Ja, 29, 100, ich glaube, da wären es jetzt auch mehr. Und jetzt? Wieder voll. Wir stehen denn jetzt hier noch 166 Passagiere. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. In der nächsten Folge überlegen wir dann, ob wir einen zweiten Zug draufsetzen oder nicht. Bin ich mir jetzt nicht so ganz so sicher, aber da sollten wir dann mal drüber überlegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich gucke mal schnell noch hier rein, ne? Auf 477. Ich glaube, wir machen noch einen Zug. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.